Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hunger Games. Und ja, es ist immer noch das Briegel Texture Pack, was ich hier drin habe. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ja, Kieran könnte immer noch dazukommen. Wir hauen wieder ab. Es ist die Arena 10, glaube ich. Ja, 10 ist das, glaube ich. Ja, 10 müsste es sein. Die habe ich meiner Meinung nach schon mal gespielt. Da bin ich im Zug getötet worden. Deswegen laufe ich auch direkt wieder zum Zug. Nein, ich wusste nicht, wo ich hinlaufe. Aber anscheinend zum Zug. Weiß gar nicht mehr, war das hier? Habe ich die schon gespielt? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich es aufgenommen habe. Auf jeden Fall wurde ich mal hier beim Zug getötet. Aber ich glaube, hier waren auch nirgends Sachen drin. Hier ist nichts. Okay, ist eigentlich ein Zug, da könnte ich mal oben gucken. Grey Spirit schon zu Ende, das ist scheiße. Wir hauen mal lieber ab, ohne dass wir jetzt hier groß verharren. Ja, wie gesagt, Kieran kann immer noch dazukommen. Er weiß immer noch nicht, dass ich aufnehme. Wenn er dazukommt, lass eine Kiste. Dann freue ich mich. Verdammt, ist das schwul. Hose an und weg hier. Die Blitze sind bei mir immer noch so scheiße laut. Es ist immer noch so laut, aber egal. Alter, der hat fast eine komplette Goldrüstung, da noch ein Holzschild. Was ist das für ein Mist? Ich habe eine Lederhose. Und ein Pfeil. Das sieht so aus, als ob da eine Kiste wäre. Und bei meinem Glück ist da noch nicht mal eine. Doch, da ist eine. Cool. Bringt mir auch nicht wirklich viel. Ja toll, im Wasser kann ich keine Leute anzünden. Das ist doof. Also muss ich jetzt hier irgendwie rauskommen. So, jetzt hat Kieran aufgelegt. Also er kommt, denke ich mal, nicht mehr. Da oben ist einer mit Feuerzeug. Ich habe auch ein Feuerzeug. Und das Feuerzeug funktioniert mal wieder nicht. Na komm. Oh, das Feuerzeug funktioniert doch. Was soll denn das? Komm, 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 komm. Schneller, schneller, schneller. Und ja, geschafft. Geile Sache. Ganz knapp. Jetzt gebratenes Fleisch nochmal essen. Nochmal, habe ich noch irgendwas anderes? Apfel. Ich kann mir gerade Pilzsuppen machen, dann mache ich das doch einfach mal. Wenn ich das schon kann. Ich weiß zwar nicht, wer da verreckt ist, aber es ist wer verreckt und das freut mich. Die wollte ich nicht wegwerfen. So. Wo habe ich den aufgesetzt? Eisenschwert, geil. Liegt hier noch irgendwas rum? Da nicht, hier auch nicht. Auf jeden Fall läuft das schon mal besser als letzte Runde. Letzte Runde haben wir nicht mehr wen wirklich gesehen. Dann wurden wir am Ende vom Team weggesnackt. Ist doch scheiße, ehrlich. Ich überlege gerade, ob ich die einfach aneinander hänge. Aber ich glaube, das dauert mir dann zu lange zum Hochladen. Aber ich überlege es mir noch. Wenn, dann seht ihr eben beide direkt aneinander und nicht beide an Samstag und Sonntag. Aber ich weiß es noch gar nicht. Lasst euch überraschen. Wenn werdet ihr es ja sowieso? Egal. Hier wollte ich nicht, ich wollte hier hoch. So, da, wo können wir nochmal schauen, ob wir irgendwas Gutes finden? Ich weiß zwar nicht, warum da die Sachen lagen, aber sie lagen da und das freut mich. Wir gehen einfach mal hoch. Hoch, 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 hoch. Hier war ich hier schon. Alter, da war wer. Oh, oh. Der hat fast eine komplette Eisenrüstung. Wollen wir es mit ihm aufnehmen? Ich weiß es nicht. Johnny Yellow. Oh, verdammt. Das war schlecht, aber wirklich. Johnny Yellow. Hat er irgendwas geschrieben? Nee. Dann gehen wir einfach mal hin und dann zack, 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 zack. Das war irgendwie einfach. Zu einfach. Aber egal, wir haben fast eine komplette Eisenrüstung. Das freut mich. Haben wir noch irgendwas Besseres? Nein, okay. Wo gehen wir lang? Ich weiß es nicht. Ich kenne die Map nicht wirklich gut. Hier geht's runter. Gehen wir hier einfach mal... Gehen wir hier doch einfach mal runter. Hier ist nichts. Okay, gehen wir hier runter. Keine Ahnung, wo es hier jetzt was gibt. Also ein bisschen habe ich die Map ja schon mal gespielt. Ich glaube auch aufgenommen. Ich weiß aber nicht. Wenn ich es nicht aufgenommen habe, dann laber ich jetzt die ganze Zeit Müll. Wenn ich es aufgenommen habe, dann laber ich auch Müll, weil ich eh nur Müll laber. Aber labert hier hoch. Das ist ja, das tut jetzt nichts zur Sache. Wie viel sind wir noch? 9.
Immer einfach mal slash List. Wir sind nur noch 8 Leute, okay. Wenn wir ihn sehen, können wir auch einfach drauf gehen. Wir haben genug Sachen und gute Sachen. Das geilste wäre jetzt noch ein Bogen, aber so geht das natürlich auch. Ja, dass er jetzt da zum Beispiel noch 2 Players remain, das noch aus der letzten Runde. Ich habe versucht, noch eine aufzunehmen auf der gleichen Map wie vorher. Also wie gestern oder wie vor knapp 3-4 Minuten, glaube ich. Aber ja. Gespawnt. 2 Sekunden später nach der Grass Period tot. Und ehrlich gesagt bin ich in ein Loch gefallen und bin da nicht mehr rausgekommen. Hier kommt man nicht rein. Okay. Wie soll man das dann hier machen? Komme ich da hoch? Ja, okay. Denn ich will jetzt hier... Nee, nicht so. Ich weiß, dass man da irgendeinen Trick anwenden kann, aber irgendwie kenne ich den nicht. So nicht. Irgendwie... Ich bin nicht gut in Jump'n'Run, vor allem nicht in so Ecksprüngen. Na egal. Schauen wir nochmal hier ins Haus vielleicht rein, ob wir hier noch irgendwas finden. Ein Ofen. Da nichts drin. Vielleicht noch eine Kiste. Da ist eine Kiste. Köpfe. Können wir die abschlagen? Schade. Wäre cool geworden, aber irgendwie... Nee. Wo sind die Leute? Hitze Ground too hard. Wir sind noch 7 Leute. Das ist Joni Nater. Irgendwie haben alle irgendeinen Namen Joni. Da ist nichts drin. Ja, wer sich fragt, warum ich die Kisten immer mehrfach öffne. Es gibt manchmal Server, die ein bisschen rumbangen. Der hier eigentlich nicht, aber ich mach's trotzdem. Dann sind da vielleicht doch Sachen drin, obwohl man da reingeguckt hat und sind dann... Ja, also... Sie werden einfach nicht angezeigt. Oder sind noch nicht reingespawnt. Keine Ahnung, wie das beim Plugin läuft. Ich weiß ja, dass die Kisten automatisch befüllt werden, aber sonst nichts. Also ich weiß nicht, ob ich es aufgenommen habe, aber auf jeden Fall war ich hier schon mal. Okay, hier an der Stelle doch nicht. Irgendwo hatte ich aber Büffel und dann war da ein Zeltlager. Aber wo das war? Uiuiui, gute Frage. Oder doch, da bin ich von... Ach, keine Ahnung. Ich höre jetzt auf, von irgendwelchen Aufnahmen zu sprechen, die vielleicht gar nicht stattgefunden haben. Die ich mir nur einbilde. Ach, doch, klar. Hier bin ich runtergesprungen. Oder runtergeschwommen. Ich weiß nicht, ich weiß immer noch nicht, ob es eine Aufnahme war. Wow. Mal schauen. Ist hier vielleicht... Nein, ist hier vielleicht sogar wer? Das wäre cool. Aber jetzt haben wir schon eine geile Ausrüstung. Dann können wir auch ruhig ein paar Kills machen, würde ich mal sagen. Vorher essen wir aber nochmal kurz eine Suppe, machen uns eine neue. Wir können ja ein paar, ja, noch eine Suppe können wir dann noch machen. So, jetzt können wir noch eine machen. Aber wir können auch noch weiter Pilze sammeln, dann können wir noch mehr machen. Weiß aber gar nicht, wo es hier Pilze gibt, aber ob es hier überhaupt Pilze gibt. Hier ist... Musik. Egal auf die Musik. Weiterschauen. Noch 6 Leute. Ich glaube, das war da hinten irgendwo, da will ich jetzt mal hin. Mit dem Woodsword. Ja, da haben wir auf jeden Fall gut was gegen. Und auch mit der Rüstung können wir gut mithalten, denke ich mal. Außer da ist jetzt einer mit voller Diamantenrüstung. Aber ich glaube, Diamantensachen und Dia-Sachen gibt es hier gar nicht auf der Map. Oder auf dem Server generell in Hunger Games. Würde ich persönlich auch sau scheiße finden, weil... Ja, wenn dann einmal wirklich guten Run hast, dann bist du komplett in Dias gekleidet. Entweder war hier noch niemand dran oder... gute Frage. Aber auf jeden Fall... Melone hin, Melone abbauen. Aber Melonenstückchen. Ja... Hä? Irgendwie bin ich gerade nicht mehr weitergelaufen. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Bei dem Schiff war ich auf jeden Fall auch schon mal. Da sehe ich nämlich schon mal eine Kiste. Da kenne ich mich schon ein bisschen aus. Oder weiß auf jeden Fall, dass da Kisten sind. Ein bisschen umdrehen, schauen, ob wir irgendwo wen finden. Aber die sieht man ja nach einer bestimmten Reichweite nicht mehr, leider. Komm, ich will dich dazu klappen. Warum auch immer. Ein Goldschwert, was uns nicht viel bringt. Aber ich glaube, ja. Das Goldschwert kommt aber in eine zweite Posi.
Ich bin immer noch der Meinung, dass das Goldschwert mehr Schaden macht als das Holzschwert. Also es gibt ja genug Leute, die das behaupten, nee. Ich denke schon und deswegen ist das bei mir auch immer als zweites. So, hier will ich jetzt auch nochmal hochschwimmen. Das finde ich ganz geil, dass man da sozusagen, wenn man direkt drauf auf die Leiter zuschwimmt, dass dann da Spinnweben sind. Und wenn man dann da... Crafting Table, können wir irgendwas craften? Wenn man dann da hier von unten kommt sozusagen, ist es ganz normal. Und dann kommt man da vernünftig durch. Also irgendwie weiß ich nicht, was ich hier machen soll. Oder was ich hier machen wollte. Irgendwas wollte ich hier machen. Da wollte ich eigentlich runtergucken, aber es geht nicht. Dann gehen wir hier doch einfach mal wieder runter. Ja, hier ist das genauso. Du musst da auch unter den Spinnweben durchschwimmen oder du schwimmst durch, aber... Unter den Spinnweben durchschwimmen oder du schwimmst durch. Nein. Entweder man schwimmt unter den Spinnweben drunter durch oder man schwimmt einfach geradezu und schwimmt durch die Spinnweben durch. Ich hoffe, das war jetzt klar und deutlich, aber ich denke mal deutlich. Deutlich und ich hoffe, ich denke einfach mal, ihr habt das eh schon verstanden, was ich sagen wollte. Mal schauen. Hier oben geht's rüber. Ich habe hier nur irgendwen gehört. Waren das meine eigenen Schritte? Ich denke einfach mal, es waren meine eigenen Schritte. Hier gibt es nichts, außer hier außenrum vielleicht irgendwo. Hier kommt man zum Kran hoch. So wie das aussieht. Scheiße. Aber ja, da oben war eine Kiste, aber egal, da muss ich jetzt nicht hin. Erstmal nochmal kurz Wassermelone und weiter geht's. Alter, ich dachte, ich komme nicht mehr raus, das wäre aber scheiße. Jetzt die Frage, wo sind denn die alle? Wie viel sind wir denn eigentlich noch? Slash List. Wir sind noch 6 Leute, okay. Und ja. Wo sind diese ganzen Leute? Ich habe bis jetzt einen getötet. Von einem anderen habe ich die Sachen aufgesammelt und am Anfang alle gesehen, mehr nicht. Ich glaube, da hinten auf den Zug konnte man drauf. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Habe ich noch nie gemacht. Ich weiß nur, dass da oben mal welche lang gelaufen sind. Ja, da geht's hoch. Na toll. Darf ich im Zug durchrennen, dass ich da hochkomme? Hopsasa. Und hier einmal gerade durch. Hüpf, hüpf, hüpf. Ich hoffe jetzt nicht, dass da oben irgendwelche sind und campen. Aber nee, so sieht das hier nicht aus. Ich glaube auch, ich muss hier rüberjumpen. Na ja. So, hier ist eine Kiste. Ein Holz. Hier war also nur niemand drauf. Oder es wurde drin gelassen, das kann sein. Hier hätte ich auch anders reinkommen können. Aber was will man denn hier? Hier gibt es einen Ofen, da ist eine Kiste. Uiuiui, also... Das lässt sich sehen. Und hier war wirklich noch niemand drin. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist auch noch eine Kiste. Hitze Groundhog. Ich wette, die rennen alle oberhalb auf den Bergen rum. Wir haben genug rohen Fische. Ich erstmal 2 rohe Fische. Und gehe dann zu der Kiste hin. Noch ein Eisenschwert. Coole Sache, aber so viele brauche ich nun auch wieder nicht. Eins hätte mir gereicht. Das ist auch noch eine Kiste. Wenn da jetzt auch noch ein Eisenschwert drin ist, dann würde ich mal dem Server Manager, Hoster, Admin... Ne, hier ist eine Goldhose drin. Das werfe ich dafür mal weg. Das werfe ich weg. Und für das Schwert kommen die Schuhe weg. Würde ich dem Server-Admin vorschlagen, dass er mal besser die Häufigkeitsraten davon runterstellen soll, weil sonst ist das etwas zu viel. Ach, warte, da ist der Spawn, ne? Ich wollte zum Spawn. Stimmt, ich bin von da nach da gelaufen, dann nach da hinten. Dann habe ich den einen getötet, der hat mich zwar angezündet, aber dann war ich im Wasser. Ja. So, ich glaube irgendwie nachts werden die Kisten wieder aufgefüllt. Also könnte hier wieder was drin sein. Hier ist wirklich wieder was drin. Das tausche ich mal gegen die Schuhe und den goldenen Apfel tausche ich mal gegen die Pilze. Nichts, nichts, nichts. Ein Bogen, coole Sache. Was dann, was tue ich dafür weg? Eine Hose. Pfeile nehme ich noch mit. Hier war noch irgendwo Pfeile drin. Jetzt gehe ich nochmal alle Kisten durch. Na super. Pfeil. Ich komme nicht an die Kiste ran. Jetzt komme ich ran. Da waren Äpfel drin. Hier waren Pfeile drin. So, hier kann man auch die Melonen abbauen. Oder auch nicht.
Aha, im Spawngebiet scheint das nicht zu gehen, aber... Hm. Wo sind denn die Gegner, ist die Frage. Ja. Ich will jetzt gerade irgendwie wen töten. Ich weiß nur nicht wen, wo, wann, weshalb, warum. Einfach nur so. Die Dinger sehen cool aus, aber wirklich. Die sehen geil aus. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Ha. Aber irgendwie... Ach, na klar habe ich die vorhin gesehen. Ich habe noch nicht ich habe noch nicht hochgeguckt. Mal eine Suppe essen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ich denke mal, die sind alle da oben auf den Bergen oder so. Ist da wer? Nee, es sah nur so aus. Schade. Hier sind 5 Leute. Wo sind die denn alle? Hallo, wo seid ihr? Da ist einer. Gehen wir doch mal auf den drauf. Na komm, geh drauf da. Aha. Hat er noch irgendwas Schönes? Was brauchen wir noch? Zum Beispiel eine Eisenhose hat er doch da. Naja, es war eine Lederhose, verdammt. Noch irgendwas Schönes hier, was... Ah, die könnte man gebrauchen. Ein Goldschwert wurde wir gekillt, okay. Von den Sachen brauchen wir sonst keine mehr. Nee, die kann liegen bleiben, scheiß doch drauf. Ah, wir können uns noch mal eine Suppe machen, glaube ich. Nein, wir haben keine braunen Pilze mehr. Na egal. Hm. Wo war der getötet? Ich glaube da, ne? Irgendwo in der Richtung. Dann mal schauen. Erst noch mal einen kleinen Fisch essen und dann mal weiterlaufen. So, jetzt ist Kirmes Demon und das seht ihr alle nicht. Hm, mal schauen. Wo sind die denn alle, ist die Frage. Hm. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen leiser bin, aber es ist schon spät abends. Eigentlich wollte ich schon ins Bett gehen, aber irgendwie hatte ich dann eine Lust auf Hunger Games noch. Hatte ich dann noch Lust auf Hunger Games noch? Ja, ich muss mal Deutsch lernen. Aber irgendwie sehe ich hier keine. Wie sind wir jetzt noch? 3. Warte mal. Welche bin ich denn? 11? Welche bin ich denn? Ich bin 10, okay. HG 10 Spawn Fight. Von Ära 10 lassen wir alle zum Spawn. Ja, okay. Da bin ich ja gleich. Dann gehen wir doch mal zum Spawn und snacken sie alle weg. Wir essen nochmal eine Suppe, damit unser Essen nicht direkt wieder weg ist. Dann geht's jetzt ab zum Spawn und dann ab zum Fighten. Wenn ich mal hoffe, die kommen. Also ich hoffe das jetzt einfach mal. Ist hier irgendwo einer? Ich glaube nicht, warte mal. Bin da. Was ist eigentlich mein Bogen? Ich habe einen Bogen, aber habe ihn nicht ausgewählt. Wo sind die denn? Hä? Schreibt alle zum Spawn, aber kommt nicht. Was soll denn das? Ja, wurde doch geschrieben, oder? Nadine, die Beste von Arena 10, lass mal alle zum Spawn. Ich bin beim Spawn. Ich finde... Was? Ich finde den nicht. Da ist er doch. Komm, geh drauf. Geh drauf. Ja, Mann. Wow, Alter. So, jetzt nur noch eine Person, warte. Ich schaue einfach mal die Koordinaten nach. Also die Koordinaten sind 1000, minus 1200 und 301 und 330. TX minus 1200. Z 330. Oder wir laufen einfach entgegen. War ja da hinten eben der Blitz, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Und dann schauen wir mal, ob wir das auch noch reißen können. Dann war die Runde richtig geil.
Die muss mir wirklich, die gefällt mir sehr gut, die Runde. Auch wenn ich wie immer mal wieder nur Blödsinn gelabert habe, aber ist ja egal. So, kann jetzt... Da. Das ist nicht der Spawn, auf keinen Fall. Das kenne ich aber auch noch nicht, das ist cool. Das ist wirklich cool. Find den, ich wette, die guckt sich hier noch um. Da oben. Habe ich doch gesehen, bist du auf der anderen Seite runtergesprungen oder was ist los? Habe ich doch gerade verarschen jetzt, oder? Nicht im Ernst. Die war doch da eben oben. Na, erstmal was essen. Und jetzt drauf da. Vielleicht da oben nicht runterspringen, aber sonst. Hä? Boah, hat die schon wieder gelieft. Was sind das, ey? Also sowas mag ich nicht. Das habe ich ja schon mal gesagt. Aber egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch gefällt's. Bis dann, Leute. Ciao.